Wie das ausgeht, hat man ja gesehen. Es war übrigens wirklich lecker und groß und vor allem groß und lecker und scharf. Naja, das war also meine erste größere Radtour von Rostock nach Nienhagen und zurück. 56 Kilometer. Vielen Dank und liebe Grüße an Sebastian, mit dem ich die Tour gemacht habe. Ich kenne Sebastian irgendwie über Insta. Das heißt irgendwie, ich kenne ihn über Insta. Wir haben ein paar Mal geschrieben, weil er fotografiert gerne, ich fotografiere gerne und wir fahren auch beide gerne Rad. Und irgendwann meinte er, du, ich bin mal demnächst mit meiner Familie oben, mache Urlaub. Hast du nicht Bock auf eine Radtour? Naja, hat gepasst, ich hatte Zeit. Das Ganze ist auch schon übrigens 2 Wochen her. Ich war mittlerweile beim Friseur. Reimt sich. War dennoch gut. Und gerne wieder. Ich will das Video übrigens noch ein bisschen in die Länge ziehen und deswegen stelle ich mal meine Tagesausrüstung von meinem Fahrrad vor, weil das macht man ja gerne mal, also ich zumindest. Fangen wir mal an mit der Rahmentasche, also das ist so ein kleines Dingens, 2 Liter, hier eine, da eine, ich habe mir nachgemessen, aber sollte passen. Normalerweise habe ich dann hier meine Videokamera drin, mit der ich gerade filme und hier eine andere Kamera, eine kleine Kompaktkamera oder irgendwas. Dazu passt, würde ich überall entweder noch ein Portemonnaie rein oder das Handy oder irgendwas zu essen. Kein Apfel, aber vielleicht ein Müsli-Riegel oder sowas. Finde ich ganz gut, war auch gar nicht mal so teuer. Weiter zum Lenker. Das ist meine Tasche, die habe ich schon ewig. Funktioniert nach wie vor. Ist auch ziemlich hilfreich, weil irgendwie passt hier doch ein bisschen was rein. Also hier vorne theoretisch ein Handy. Ansonsten. Hier meinetwegen der Kocher, also hier war der Kocher drin bei der Fahrradtour. Der passt hier rein zusammen in der Tasse, Kaffee und irgendwie noch ein paar kleine Snacks. Nicht viel, aber es reicht für so eine kleine Tagestour. Jetzt kommen wir mal zu was Spannendem, weil das ist nämlich neu. Und zwar diese tolle Rahmentasche, glaube ich, heißt das. Muss mal gucken, die ist leer, die hängt ein bisschen durch, wie so ein Sack. Einfach mal vorstellen, die wäre jetzt befüllt. Ist hier mit einer Halterung festgemacht, kann man überall ranschrauben, wo man will. Also hier oder am Rahmen, irgendwo, wo man das halt machen kann. Da sind noch, wer sind die Kabelbinder bei? Zur Sicherheit oder wenn man das halt nicht schrauben kann. Ich habe nur einen Kabelbinder reingemacht, weil ich habe keine Aufkleber so zum Schutz für den Lack. Da will ich nicht, dass mir der ganze Scheiß den Lack zerstört. Deswegen nur einen Kabelbinder und den mache ich auch wieder ab, weil ich einfach, es ist ja festgeschraubt. Naja. Ansonsten gar nicht mal so schlecht. Bisher. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich da reinmachen soll. Theoretisch passen da 5 Liter rein, laut Anleitung. 5 Liter entsprechen übrigens 3 Rollen Klopapier. Da habe ich nämlich mal getestet. Tja, es passen leider nur 3 Rollen Klopapier rein. Reicht aber für groben bis mittleren Durchfall, würde ich mal behaupten. Naja, vielleicht teste ich das demnächst mal mit richtigem Wasser, weil 5 Liter klingt ja so nach Wasser. Nur ich habe gerade keins dabei. Naja, also das ist dann erstmal das, was ich demnächst für ein paar Dinge brauche. Stopp, Singular, Ding, nämlich ein Ding. Mein Plan ist, mit dem Rad und der Ausrüstung dann irgendwo hinzufahren und in der freien Natur zu kochen. Einfach so nach dem Motto, man kann überall kochen oder sowas. Ich hätte auch schon einen Namen für das Ding und zwar Radpfanne. So wie Bratpfanne, nur halt Rad, weil ich mit dem Rad irgendwo hinfahre und koche. Habe ich mir übrigens wirklich eben gerade spontan ausgedacht. Sagen wir mal so, die Idee zu dem Format steht, ich fahre irgendwo hin, koche was. Bei dem Namen bin ich mir nicht sicher. Deswegen seid ihr gefragt, kommentiert mal bitte, was haltet ihr von dem Namen Radpfanne für eine Outdoor-Koch-Show, nenne ich es mal mit dem Fahrrad. Wenn ihr andere Ideen habt, bitte mal kommentieren. Ja, denke mal, das Video geht jetzt auch schon lang genug. Das war's von mir, meinem Fahrrad, meiner Ausrüstung. Und von mir unter der Brücke. Sieht übrigens hier aus wie Sau. Zeig das mal. Also ich finde es echt eine Schweinerei, dass hier Leute einfach irgendwo hingehen, ihren ganzen Müll hier platzieren, Flaschen kaputt hauen und was auch immer. Ja. So schaut es hier aus.
Sauerei. Man kann sich eigentlich auch mal ein bisschen wie ein Mensch benehmen. Ne? So wie ich zum Beispiel, ich komme her, stelle mein Fahrrad hin, mache ein Video und hau wieder ab und hinterlasse es so, wie ich es vorgefunden habe. Also in dem Fall natürlich wie eine Sau, aber das war ich nicht. Gut, okay, das war es jetzt wirklich. Das war der Blick in die Zukunft, das war was von mir. Das nächste Video ist übrigens sehr spannend. Da geht es um mich. In dem Sinne, vielen Dank. Tschüss. Das Ding heißt nicht Rahmentasche, sondern Gabeltasche. Das hier, Gabeltasche. Rahmentasche, Gabeltasche. Das immer so. Ciao.